und die sahen weiterhin angriffslustige Gäste. Und dann war es passiert. 81. Minute, die erneute Führung. Marvin Wanicek höchst selbst das 4:3, nutzt einen Defensivfehler von Van der Bremt aus und bringt seine Mannschaft auf die Siegerstraße. Fragezeichen. Über 31 Jahre hat es keinen Sieg mehr gegeben in Hamburg beim HSV.